So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stalker. Shadow of Pripyat. Ne, Channel of Chernobyl. Oder? Ach, ich weiß es nicht mehr, was auch immer. Entladen. Oh nee, du bist am neuesten. Du da entladen. Entladen und in Rucksack stecken. Du da. Dich dabei nutzen. Dich da fallen lassen. Genau. Wunderbar. Hat sich geile Waffen. Kann man nicht meckern. Ist ja noch normales Militär, aber das da hinten waren die Elite-Truppen. Ja. Gut. Siehst ein bisschen tot aus, aber da kann man nicht machen. Irgendwas ist ja mächtig verstrahlt. Gut. Sollten es alle tot haben. Das ist echt geil. Das ist echt beruhigend. Ey, hoffentlich kriegen wir solche Gegner nie wieder. Gepanzert bis zum Getno. Irgendwo nach unten. Oh, hallo. Gib mir die Munition. Okay. Wo muss ich hin? Ich war eigentlich komplett falsch. Ich müsste ja eigentlich erstmal dorthinter. Okay. Also raus und dahinter. Ich muss. Wohin muss ich denn nur? Dorthin, oder? Genau, diese Richtung. Das Schlimme ist ja, jetzt könnten ja neue Soldaten auftauchen. Oder ich hätte vorher verstrahlt. Irgendwo da hinten in der Ecke. Okay. Gehen wir mal hinein. Gehen wir mal hoch. Jetzt mal hier. Will ich aber auch nicht. Vor allem das Blöde ist, es wird mir nicht angezeigt. Es wird mir einfach nicht angezeigt, wo das hier ist. Weiter runter kann ich auch nicht. Also gehen wir raus und um die Ecke. Okay. Hier irgendwer? Nee. Nee, sonst würde es mir angezeigt werden. Das ist eigentlich der einzige Vorteil. Ja, schön. Klettern wir mal hier hoch. Hallihallo. Wo denn? Wo? Ich sehe nichts aus Anomalien. Ach, da ganz hinten. Alter, sind das viele.
dort. Was ist da? Die kommen von dort. Ich sehe von dem Busch. Haufen Schrott. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss ich ja hin. Alter. Klingt schmerzhaft und ist es wahrscheinlich auch. Klatsch. Aua, aua. Aua, aua, aua. Und da hinten scheint eine recht große Anomalie zu sein. Das Blöde, ja, wie gesagt, ist, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das Spiel sagt mir dort. Dort finde ich bloß nicht. Dort finde ich bloß nicht. Hm. Gehen wir mal hinunter. Obwohl, nee, wir gehen nochmal hoch. Und gehen auf der anderen Seite runter. Ah, werden wir gar nicht können. Na gut. Wo ist denn hier ein Feind? Dorthin. Oh, der hat mich entdeckt. Hallo, bin weg. Okay, ja. Bling. Bling. Hier kann ich nicht rein. Wer hätte es auch gedacht? Dort waren wir schon. Das ist hier nicht. Schnell hingehen. Wie wird der auch nicht sein? Ich passe nicht durch, ich bin zu fett. Mich da rein. Bleibt da bloß die Lösung, dass ich nochmal reingehe und weiter unten gucke. Weil eigentlich klar, Untergrund müsste unten sein. Das ist eigentlich eine logische Annahme. Dort ist keiner. Hier? Noch einmal hinein. Dort. Bist du, kleiner Schlingel? Wo bist du? Ja. Bringt mir das alles nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich daher komme. Sorry. Ach, hallo.
aus, du bist ein Bandit oder so. Wenn du so wieder zielst, auf jeden Fall. Ja, nee, ich komme nirgendwo hin. Das bringt mir alles nichts. Ich kann hier einfach nichts machen. Schieße ich halt zurück. Alli hopp. Alli hopp. Hallo? Alli hopp. Da wollte ich auch mal gerne hoch, aber da kommt man bestimmt nicht hoch. Alli hopp. Ja, hier ist nichts. Nichts wie ich. Irgendwie. Na, dann mache ich es anders. Ich werde erstmal zum... Wie viel Zeit ist denn eigentlich vergangen? 10 Minuten gerade mal. Ich muss sonst wieder die Folge aneinander schneiden, obwohl das ja einfacher ist als weg zu cutten. Ich würde sagen, wir machen das so, dass ich jetzt hier erstmal beende. Werde nach Hause gehen. Ja, werde nach Hause gehen. Ach, 2 Minuten übrig. Ah, schade. Und dort, ne, das kriege ich hin. Alter. Ja, das ist vorbei. Schade. Schade. Das kriegt man hin. Das müssen wir dann noch. Das ist damit verknüpft, die Militärdokumente finden und zum Wirt bringen. Wir bringen die da zum Wirt. Wo ist denn das? Das ist... Ach so. Puh. Ja. Nee, ich mach's erstmal so. Ich werd's anders machen. Ich gehe nach Hause. Bisschen ausrüsten, umrüsten, wie auch immer. Und gehe dann wieder hierher. Werde mal endlich den Unterschlupf finden, weil irgendwo muss er sein. Es kann doch sein, dass es verbuggt ist und dass es vielleicht irgendwo hier ist. Dort, wo ich runter kann. Und wo aus kam ich denn? Ich glaube, ich gehe dorthin nochmal. Irgendwo hier hinten hin. Weil wo ich hier aus der Basis rausgegangen bin, bin ich ja dort lang und dann war dort irgendwo der Tunnel. So, dort nochmal reingehen. Ja, das machen wir so. Also würde ich sagen, bis dahin und ciao. Und hallihallo Leute. Zurück. Zu immer noch derselben Folge. Oh, scheiße. Für euch vielleicht. Wie ihr vielleicht seht, hat sich alles verändert. Ich habe... Was habe ich denn gemacht? Aha, mit G droppt man also seine Waffe. Nicht gut zu wissen. So. Ich habe ganz viele Artefakte. Rüstung, alles cool. Ganz viel Kneto, Moneto. Und ich habe... das Gewicht verändert. In der Datei von Stalker. War zumindest für mich nicht sehr einfach. Ich muss mir natürlich dafür ein Tutorial durchlesen und ja, mit Hilfe über eines Kumpels bei Steam habe ich es dann unter seiner Anleitung oder unter seinen Ratschlägen geschafft. So, wie dem auch sei. Armeelager. Ich habe die ganzen guten Waffen aus dem Armeelager. Aus der Zone, also aus dem Gebiet Armeelager. Hier G36, hier heißt GP37, wie dem auch sei.
durchschlagskräftig und präzise, zumindest im Einzelfeuer. Aber das Ding ist ja auch nicht dafür konzipiert, im Dauerfeuer zu agieren. Vielleicht mal auf kurze Distanz. Brrp. So, dann habe ich eine Schrotiflinti, eine Pump-Schrotflinte. Die heißt Combat Chaser, oder eigentlich heißt sie nur Chaser. Wurde aber, wie man hier unten liest, mit einem Fragment eines Artefakts namens Gravit verstärkt. Und das erhöht den Schaden. Dafür gibt es natürlich auch mehrere Munitionsarten. Ich habe bloß zwei dabei. Einmal eine Gewehrladung und die normale Schrotladung. Ja, noch zu dem Gewehr. Das verbraucht NATO-Munition, also 5,56er. Ja. Und dann habe ich noch für dieses Level zumindest die... Ach ja, das muss ich noch nachladen. Wie heißt das Vieh? Zander S14. Genau, Zander S14. Er braucht diese lustige Munition. 9 mal 39 mm. Ja, recht durchschlagskräftig. Wenn man das so sieht, kräftiger als mein G36, aber halt ohne Visier. Also ohne Zielfernrohr. Wenn ich vielleicht dafür ach naja, und ausschlaggebend natürlich auch, dass die Genauigkeit dafür aber schlechter ist. Ich habe sie jetzt bis mitgenommen, weil sie erstens... Man kann hier halt dann damit schön rumchillen. Ne? Kann man hier... Falls ich mit meinem G36 und mit meiner Schrotflinte nicht zurechtkomme in diesen engen Gängen, habe ich jetzt immer noch ein Gewehr mit, womit ich auf kurze Distanz oder auf mittlere Distanz kämpfen kann. Und mit V gegen blöde Gegner einen Unterlaufgranatwerfer. Zack. Den man mit V umschaltet. Genau. Die Waffe lasse ich auf Dauerfeuer. So. Wie gesagt, das machen wir nur, oder das nehmen wir nur mit, oder das nehmen wir nur, wenn wir damit auch Probleme haben. Ja, und das Gewicht erhöhen, wie gesagt, das gehen wir auf den Senkel, dass ich immer überlastet war, oder immer kurz vor überlastet. Gut, jetzt haben wir genug geredet, ja, 80 Minuten geredet. Ich bin jetzt hier unten in den Tunnel, wo wir eigentlich schon von Anfang an hin mussten. Ja, und... Deswegen, ja, wir müssen halt hier runter. Und ich bin damals den falschen Ausgang gegangen. Da ging es noch weiter. Zumindest muss es ja, weil ich hier hin muss. Oh Gott, und Leute, ich habe, wie gesagt, echt viel erkundet. Und es gibt Dinge da draußen, die man gar nicht kennen möchte. Wie zum Beispiel Kreaturen, die ihr noch mitbekommen werdet. Also ihr habt ja schon das... diesen... einen Mutanten mitbekommen, den wir am Ende dieses Levels gesehen hatten, den ich auch versucht habe zu bekämpfen. Aber das wurde ja nicht. Die konnte ich ja nicht anhaben. Lag. Ja, was soll ich denn sagen? Das Fieber macht Aua. Muss ich hier hoch oder muss ich hier runter? Nee, das ist Quatsch. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, wie dem auch sei, dieser Mutant, den wir dort gesehen haben, war ein Telepath. Also zumindest denke ich... Oh Gott, was ist denn hier los? Wie ich schon überhaupt keinen Bock mehr hier lang... Ich hatte mich übelst erschrecken. Es ist abends. Ich komme von Arbeit oder bin jetzt schon ein Stückchen von Arbeit heim. Bin deswegen auch ein bisschen kaputt. Ja.
Ja, also wie gesagt, das Spiel ist nicht nur ein schwerer Shooter, es hat auch die Fähigkeit, erstens mit seinem Level-Design, wie zum Beispiel solche Levels hier oder allgemein solche verlassenen, zum Beispiel... ja, das war ein... Wie heißen die Dinger gleich nochmal? Ich muss mich gerade konzentrieren, tut mir leid. Ist der Striffler hin? Alter, wie ich den verfickten Faden verliere. Ist der... Ach, da hinten ist er weg. Ja, also wie gesagt, durch sein Level-Design und durch sowas hier, durch solche Gegner zum Beispiel. Wie der hieß, oder wie der nochmal hieß, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall sind das nervige Gegner. Und die haben die sind echt... den ihre natürliche Tatsache ist eigentlich, dass sie den seinen Opfern auflauern. Alter, der Ficker, der nervt. Wo ist er denn? Dort zum Beispiel. Da bin ich blind. Dort. Junge, jetzt spielt mir das Spiel schon Streiche. Danke. Oh, wie ich da Gänsehaut bekomme. So was Nerviges. Mami. Ja. Wir können mal hier drauf gehen und da seht ihr, wie die aussehen. Gesinnung neutral, das ist ein Bug. Deswegen hat er mich vielleicht schon nicht angegriffen. Ich meine, das sind Mutanten, die sind meine Feinde, also weil die mich als Essen sehen. Aber... ja. Nein. Geh weg. Ich bin nicht da, da, da und da. Ja, man sollte versuchen, auf den Kopf zu zielen. Da, da, da. Ja, wieder hier mal ja, Plus drücken. Und ein bisschen Verbände uns neu schlingern. So. Da sie am Kopf verwundbar sind. Ich habe nämlich ein bisschen über die Kreaturen vom Stalker informiert, also eigentlich bloß geguckt, gegoogelt, was es denn so für Kreaturen gibt, die kannte ich... Was ist denn das? Ein Artefakt? Seeigel. Das da. Strahlung minus 30, aber erhöht den Verwundungsschaden. Oho, oho, oho. Ja, schön und gut. Dort kommen wir nicht weiter. Hier ist aber alles mit diesen Viechern verseucht. Vor allem diese scheiß Anomalien sorgen einfach nur für ein ekelhaftes... Habe ich hier keine Karte unten drunter? Ist aber schön. Oder Umwelt? Ne, Kontakte, Tagebuch, Karte. Aber Karte bringt mir nicht, denn... bin ja unter Tage. Und da sagt sich das Spiel... Und nö. Selbstzentrieren? Zur Zonenkarte? Nee. Kontakte, Rangliste, Statistik, Umwelt. Hier. Guck mal, hier kann man... Aha. Guck mal, Fleisch.
gibt es ein Fleisch. Wie die meisten anderen Lebewesen in der Zone hat das Hausschwein ebenfalls seit dem Tag der Katastrophe ernsthafte biologische Veränderungen erfahren. Offenbar waren hauptsächlich die für den Stoffwechsel verantwortlichen Gene betroffen. Jaja, blablabla. Mutantenschweine untersorgen auch als Fleisch bekannt. Schattenhund. Was sind die Viecher? Ein Wildschwein, die sind nervig. Eine Krähe. Oh, keine Daten. Aha. 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 Ihr könnt euch das selber durchlesen, ich muss doch nicht alles. Ein Pseudo-Riese, davon habe ich schon gelesen. Hab ich den schon mal bin ich den schon mal begegnet? Nee. Die sind schwer. Ein Telepath. Das müsste das nicht gewesen sein. Poltergeist, auch interessant. Blutsauger? Ah ja, Blutsauger hießen die. Das sind die Viecher. Blutsauger. Snork. Aha. Dann gibt es noch Anomalien. Oh, Geschichte der Zone. Die Armee dringt in die Zone ein. 2011. Von paramilitären Stalker-Einheiten. Na nett. Na nett. Oh, 12. April 2008. Das ist irgendwie nicht gut. Das ist ein Telepath. Glaube ich. Oh fuck. Ich habe Angst. Mami, ich habe Angst. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr. Ach Mann. Das ist doch nur ein verficktes Spiel. Ich würde noch einen Herzinfarkt bekommen. Das werden wir gleich sehen. Weil dieses dieses. Ne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber ich sag mal, dieses dieses Schlingern, was ich gerade hatte, das könnte nur durch ein Telepath das kann nur ein Telepath machen. Der hat halt diese telepathischen Fähigkeiten, weil das ein Wichser ist. Wir speichern hier. Zack. Und sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und ciao!